Europa ist eigentlich ein Friedensprojekt. Aber gerade geht viel in die falsche Richtung. 2% sollen für die militärische Aufrüstung ausgegeben werden. Und auch die EU selbst möchte in Militär investieren. Und das ist eigentlich nicht die Tradition der Europäischen Union. Da geht es doch eher darum, Kompromisse zu machen, miteinander im Gespräch zu sein, lange um Lösungen zu ringen und am Ende mit einem Ergebnis rauszukommen. Das macht das Friedensprojekt Europa aus. Ich war selbst schon in Kriegs- und Krisengebieten. Ich habe in Afghanistan dokumentiert, wie unsicher das Land ist. Und ich war zu Forschungsarbeiten im Ostkongo und habe die Gräuel des Kriegs gesehen. Und ich habe da erst gemerkt, wie besonders und wie wichtig Europa als Friedensprojekt ist. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass wir hier schon seit 70 Jahren in Frieden leben. Und als solches Projekt, als Friedensprojekt, muss Europa auch in der Welt auftreten. Das bedeutet, die Vereinten Nationen zu unterstützen. Das bedeutet, sich für das Völkerrecht einzusetzen, für die Menschenrechte, für ein gemeinsames Vorgehen, multilateral, als Weltgemeinschaft. Und es bedeutet vor allen Dingen auch, in die zivile Konfliktprävention zu investieren, damit Kriege überhaupt nicht erst heiß werden, sondern bevor sie entstehen, gestoppt werden. Europa kann für Frieden in der Welt sorgen. Und wir müssen das wollen.